Guten Tag. 26.06. 11.42 Uhr, Freitag. Freitag, 11.40 Uhr. Ich war, halt dein Maul. Auf dem Straßenverkehrsamt. Ich habe die Kennzeichen geholt. Ich musste nur anderthalb Stunden warten, obwohl ich 10 nach 8 da war. Die machen um 8 auf, da war er schon... Ich hatte Nummer 63. Naja. Morgen wird ein Auto geholt und dann... Montag Zulassung ummelden. Da habe ich diesmal einen Termin gemacht um 10.50 Uhr. Dann dauert es nicht so lang. So, wir sollen in die Kneipe gehen. Genau, mit Priscilla wäre das jetzt. Wird gleich sehen, wer das ist. Denn wir müssen ja immer noch hinter Rittersporn hinterher gewesen sein und den Schatz von dem dritten Ska. Ah, der Wichser. Die Nutte läuft oben rum. Du Schwein. Na, das ist doch klar. Ach, da runter. Hammel. So. Geralt. Rittersporn. Ich weiß, wo er ist. Wo denn? Im Kerker auf der Tempelinsel. Das ist nicht... Wer war sie denn jetzt nochmal? Ich erinnere mich. Priscilla... Das war die Eilhard, ne? Da schon raus. Keine Sorge. Triss hat eine Idee. Wir müssen nur Dudu finden. So viele Namen und so. Wenn man, wie gesagt... ja. Alles sehr durcheinander. Und wie gesagt, wenn man halt die ganzen Spiele davor nicht kennt, die ganzen Charaktere, dann ist das fix. Ja, Hurensohn gibt's auch noch, genau. Und dann gibt's noch den... Sag mir, du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich... Zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Naja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Ich stande doch auf ihn. Alles Gute. So, finde ein Schiff nach Skellige, denn wir sollen ja auf diese, genau, auf diese Insel. Jetzt kommt so alles so ein bisschen zusammen, auch mit den Nebenquests und einige der Hauptquests führen jetzt so nach Skellige erstmal. Ich möchte da jetzt aber noch nicht hin. Ich will erstmal... gucken, ob der ein paar Schnipse hat. Was kann ich... Was gibt? Nee. Warte mal, nehmen wir sicherheitshalber da nochmal den ein und die Aalraune. Bis da. Schön was los hier in der Bude. So. Na genau, wir müssen hier hauptmäßig nach, wenn wir hier, genau, von diesem Verbrecher-Wichser, der den Drickstra überfallen hat in seinem Dings und vielleicht auch was noch mit dem Moneten zu tun hat. Na, also der das Waschhaus da, das Badehaus überfallen hat. Als wir gerade da waren, mussten wir ja die Hurensohn-Leute verkloppen. Kloppt mal lieber noch mal kurz ein paar Leute von ihm. Du wirst es nie lernen. Na? Schön das Dings benutzen, damit wir hier vielleicht am Ende mal aufsteigen. Du, mein Freund!
wäre wahrscheinlich nicht so gut, wenn das Verständnis seiner Leute vermöbeln hier. Na, das ist doch klar wie das ewige Feuer. So, wir gehen erstmal in die Arena. Genau. Da müssen wir wahrscheinlich auch kämpfen, tippe ich mal. Hier los! Okay. Urkunde. Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Besitzer dieses Dokuments berechtigt ist, unter dem Namen Stanek im Ring zu kämpfen. Aha, ich sag doch. Wo ist die Armbrust? Ich hab gerade eine Armbrust aufgehoben. Ach, da oben. Genau, siehst du, jetzt müssen wir so tun, als wären wir der, damit wir dann da kämpfen können. Hab ich doch gesagt. Schon gehört? Du gehst mir auf die Nerven, grauhaariger Arsch. Verpiss dich! Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Kennst du dieses Papier? Gut, du kannst lesen. Auf wen ist er ausgestellt? Hier steht Stanek. Auf Stanek ist er ausgestellt. Ich bin Stanek. Noch Fragen? Rein mit dir. Nicht rumwandern. Geradewegs zu Igor. Sofort. Also gut. Schön ab zu Igor, Junge. Igor, Junge! Nimm dich vor den Wachen. Ich brauche Arbeit. Was kannst du denn? Mit dem Schwert umgehen. Ich könnte als Leibwache arbeiten. Und wen hier würdest du bewachen? Hurensohn Junior hat sich zahlreiche Feinde gemacht. So viel ist klar. Vielleicht kann ich nützlich sein. Junior kann auf sich aufpassen. Um den muss man keine Angst haben. Aber ich frage mich, woher du weißt, dass der Laden ihm gehört. Das habe ich aufgeschnappt, mehr nicht. Ich rate dir, vergiss lieber, dass du von Junior gehört hast. Ist gesünder. Gut, eigentlich ist es mir egal, wen ich beschütze. Ich suche nur nach Arbeit. Menschenmengen können außer Kontrolle geraten. Jemand muss den Frieden wahren. Hast du irgendwelche Berufserfahrung? Nein, natürlich nicht. Ich habe genügend Kämpfe hinter mir. Ich würde kein Schwert tragen, wenn ich nicht damit umgehen könnte. Hast du Menschen getötet? Manchmal. Warum sagst du nicht gleich, dass du ein Hexer bist? Ist doch offensichtlich. Ich will keinen Monstervertrag. Ich suche normale Arbeit. Für eine Weile. Ich muss dich prüfen. Mal sehen, wie du kämpfst. Wenn du überhaupt kämpfen kannst. Geh in der Arena kämpfen. Wenn du 3 Kämpfe überlebst, gebe ich dir Arbeit. Stell mich auf. Hab ich schon. Wir fangen sofort an. Oder musst du dich noch vorbereiten? Bin immer bereit. Wunderbar. Mal sehen, was du wert bist. Denk dran. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das Publikum mag es nicht, wenn man den Gegner verschont. Ja. Kann losgehen. Sehr gut. Geldbörsen raus! Es werden Wetten angenommen. Aus dem fernen Osten, wo ein Menschenleben weniger wert ist als ein Becher Wasser. Ein Hexer! Ein mörderischer Mutant. Sein Gegner, Gustav Röhne. Ein Mann, der sich selbst aus dem Mutterleib befreit hat. Mit einem Messer.
Wie immer, ein Kampf mich auf nicht. Leben und Tod. Kinder, drei. Du kannst es verließen. Drei Kinder. Ich töte ihn nicht. Schwächling, lass ihn sterben. Lass die Hunde los. Komm her, ihr Köter. Ja. Nächster Kampf. Und weiter geht's. Der Hexer gegen die haarigen Brüder. Direkt von den wilden Skellige-Inseln. Ihr Vater war ein Braunbär. Sie leben, um zu töten. Zusammenbleiben. Ergib dich, oder du endest wie dein Bruder. Niemals. Die können ja nix. Der Hexer tut, was er am besten kann. Auge in Auge mit Bestien. Bitte in Wippermutter gehen. Was ist los hier? Ich verkloppt doch alle. Was wollt ihr denn? Mehr Blut! Ach so. Ihr wollt mehr? Lasst die Bestien los. Kann doch nix. Zack und bam, Alter. Blaues, ne? Ach, Boris ist wohl der örtliche Oberboss hier. Den hau ich doch auf die Schnauze. Soll ich Boris loslassen? Boris, 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 Boris. Nur für euch. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Lasst Boris frei. Oh, ein Bär. Hoffentlich gibt's Bärenfett. Reißt euch zusammen, Jungs! Ja, Bärenfett! Und noch ein Sieg für den Hexer! Kein Problem für mich! Hast du gründlich kalt gemacht. Man hat mir gesagt, ein echter Schläger wäre in die Arena gekommen. Ist das zu glauben? Es stimmt. Danke. Ich wüsste gern, wer mir gratuliert. Sehr helle bist du nicht, was? Kommst her, um mir den Chaos zu machen und weißt nicht mal, wie ich aussehe? Also, genug geplaudert. Jetzt! Die Zwerge von Hacker sind in der Kanalisation. Sie haben die Wachen abgeschlachtet. Steh nicht rum wie ein verdammter Pimmel bei der Hochzeit. Ruf die Männer und mach die Zwerge nieder. Und würde bitte jemand den verfluchten Hexer töten? Arschloch, du. Ihr habt den Mann gehört. Tötet ihn! Reißt euch zusammen, Jungs! Keine Probleme mit euch, ihr Igor!
Axt. Oh nein. Bringen wir es zu Ende. Ich sollte dieses Loch durchsuchen. Igors Schlüssel. Der Boden ist von einer beweglichen Türe abgenutzt. Hinter dieser Wand ist was. So, den mysteriösen Brief lesen. König Radovid, anhören Sie nur die Einruhe. König Radovid ist mit deiner Leistung nicht zufrieden. Du solltest die anderen Mitglieder der sogenannten großen Vier beseitigen, doch sie sind noch immer am Leben und wissen, welche Rolle du in dem versuchten Antrag gespielt hast. Das war nicht unsere Vereinbarung. Verstecke dich vorerst an dem Ort, den dir der Bote nennt, der diesen Brief überbringt, und bleibe außer Sicht. Der König hofft, dass die Feindseligkeiten unter den Mitgliedern der großen Vier, also Hurensohn und der Bettlerkönig, Menge, der ist ja schon tot, und hier Dijkstra. Und er halt auch. Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? Mauspad, ja, schieb die Maus weg, ja, das ist ja alles gar kein Problem. Ein demütiger Diener, und der danach verdient. So kuschelig in den letzten Tagen, der Alfred. Ne? Hübscher? Sehr schön, kommt andauernd an. Nimm noch das Fleisch da. Ach, wir sind vor oberhalb der Arena, okay. Jungs. Ja, mit dem Zeug. So. Ich glaube, hier geht's. Ja. Ach Mensch, Kater. Er ist einfach so flauschig und schnuffig und schön, der kleine Alfred. Ah. Na, 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 na. Aus dem Weg! Zeig mit. Hm.
Nein! So, die legen wir mal lieber hier, die Dimetherium. Das ist ja gutes Zeug, ne? Optima Mater und Genius Essenz Geisterstaub haben wir aber noch Schwefel. Brief von A, das haben wir schon mal verkauft. Bis dann. Jetzt üben sie betteln, ne? Das ist auch gut. Guck nochmal so wie eben, Alfred. Ja, ich muss mal ein Foto machen. So. Schön, wenn der Chef hier spielt, ne? Mal ein bisschen reiten. Willst du hier was Bestimmtes? Ach ja, sie wollen. Ach ja, zum Dings, ja, zum Fechten. Hier Schwertunterricht. Wiedersehen. Kampfunterricht wolltest du ja haben. Das machen wir später. Das beste Angebot weit und breit. Eins zum Preis von zwei. Ja, das ist ein super Angebot. Ich wollte frischen Fisch. Was ist das hier? Es ist nie zu spät, das Licht zu sehen. Dubletten nach dem neuesten Modetrend. Hier und nur hier zu haben. Die sehen auf. Nicht gar aus. Beim Ball der Wegebewohner hat es eine Schlägerei gegeben. Die Stadt ist voller Schurken. Na, die Grad ist nicht mehr das, was es mal war. Kann man mal runtergucken hier die Stadt. Das hat mich so ein bisschen hier an die Brücke von das Parfüm, nicht? Wo der Typ dann in die Leere gegangen ist bei dem Heini da. Und dann hat er gesagt, hier, ich muss weg, aber dann darfst du erst weg, wenn du mir hier so ein paar neue Rezepte aufschreibst, nicht? Und dann, ja, ist dann die Nacht drauf mit seinem tollen neuen Rezeptbuch, weil er so ein geiler Parfüm-Kreateur war. Abgestürzt. Alle Straßen führen nach Mahakam. Ganz schön schwer, die Arbeit zu finden. Da wachsen mir doch eher Zähne im Arsch, als das Huren. Hier ist nichts Interessantes. Hacker hat gesagt, wir sollen gründlich sein. Also suchen wir überall. Aber wir sollten die Leichen verbrennen. Sonst kommen die Ratten zum Festschmaus. Mir scheint, ich habe schon von dir gehört, Weißhaar. Ja. Muss erst noch ein bisschen klauen. Ich komme gleich zum Talken. Hallo. Ach, Rolvens Kumpel, nicht wahr? Ich hab von dir gehört. Ja, die haben mir schon sein Anwesen scheinbar auch schon durchsucht. Was gibt dich das an? Ich suche Junior. Willkommen im Club der Hurensohnjäger. Leider sind die Mitgliederausweise gerade ausgegangen. Und bei Junior hast du auch kein Glück. Der ist nicht da. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein. Blutiges Chaos. Ist irgendwie passiert. Bin ganz höflich hier erschienen, um Hurensohn Junior zu einem Treffen mit Kumpeln einzuladen.
war aber schnell klar, dass hier niemand was auf die Tradition der Gastfreundschaft gibt. Ich hätte Klingen, hast du da? Scheiße! Hacker will, dass wir dieses Drecksloch durchsuchen. Also suchen. Und wenn ich einen Hexer als Schuldeneintreiber anheuern würde? Die Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber. Sie haben nichts zurückgelassen. Aber irgendwas werden wir schon finden. Hier ist alles sauber geschrubbt worden. Ja, oder erzählen wir ihm erstmal, ja, wir erzählen ihm erstmal von den Verbindungen. Ne? Wir gehen erstmal noch hier oben checken, ist da noch eine Etage. Ah, Quecksilber ist schön. Meteoritenerz, Junge. In der Mine ist's wie im Krieg. Man weiß nie, wann man dran ist. So, dann gehen wir erstmal zu Dijkstra und erzählen ihm, dass der Hurensohn mit dem Radovid zusammen gedingst hat. Und die Zwerge haben Schneewittchen zu freuen. Komm schon. Ja, schön Schneewittchen durchgebilzt. Überall Schweine. Ach, da ist er. Der alte Klepper. Sie fühlt sich nicht so kommod. Ja. Oh, das ist Casino hier. Ja, wenn wir schon mal da sind. Kommod ist auch so ein geiles Bild von früher. Ach, das ist unten. Ah, da gehen wir doch erstmal zu Dijkstra. Komm her, Pferd. Ach, das ist immer kurz, wenn er streamt, wenn er nachlädt, kurz was. Ja? Ah, aber da vorne ist er. Halt! Bücher, der kauft doch wieder nichts. Da bist du. Zeig. Ich hab auch gar nichts zu verkaufen. Will ich hier überhaupt? Ich dachte, ich hätte noch Zeug zu verkaufen. Pferd. Schon die neuen Schakäle. Komm her. Komm alle her. Steig auf, das Pferd auf. Und wie? Alles dralle Weißgeld aus, wenn sie von Wilfgang besetzt sind. Brauchst du auch Geld? Sicher jemanden, der sich lauf, Plätze! Kannst du Gedanken lesen? Oh.
du Stufenfohlen gesehen. In der Jacke musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Die Quelle scheint zuverlässig zu sein. Das würde erklären, warum er sich traut, mit den großen Vier zu brechen. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redanien haben. Ich nicht. Aber du... Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Ja, ist die Frage, machen wir das jetzt vorher oder... Gehen wir erstmal ins Casino. Weiter so, Plätze. Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Heya! Spachtel für den Mann und für die Frau. Ja, wir gehen da erstmal hin. Tun uns weitere Information. Ich bin mit diesem Heiler. Ich bin gelaufen. Hab mich in meine eigenen Sachen gelegt. Lass mich am Leben. Schreien die denn so rum? Ich bin doch ganz nett, ey. Ordnung muss sein. Ich kann immer noch nicht galoppieren. Wie toll das einfach aussieht, ne? Super. Immer wieder. Ah, jetzt geht's. Auf zum Kampf! Halt! Du schon wieder? Willst du noch mehr? Ach, ist das nicht der, der uns verprügeln wollte? Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich. Ich bin gewarnt. Nun zeig mal, was du kannst. Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, aber nächstes Mal... Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Wir sehen uns wieder. Also die Spielwelt, die sie hier gemacht haben, die ist echt wunderbar. Also echt super hübsch, detailliert und alles aus dem Weg. Sound ist wunderschön, also die musikalische Untermalung. Macht schon großen Spaß. Wie gesagt, das Menü ist so ein bisschen blöd so, ne, dass man da immer nicht so schnell hinkommt, wo man hin will. Das bockige Pferd und ja. Aber wieder, das ist ganz hohes Meckern auf ein ganz hohes Niveau. Die rettet er gerade von alleine, ne? Hat da schon mal wo hängen. Ah.
Weil die Ausdauer vom Pferd überhaupt nicht mehr runtergeht, Alter, weil ich so einen geilen Sattel habe, Alter. Du bist ein super Pferd, Junge. Komm jetzt. Ach, da hinten ist eine Erscheinung auf der Wiese. Darf ich mal Geisteröl auftragen? Langsam. Selten in Spielen so ein tolles Feld gesehen. Also so ein, weiß nicht, was für ein Feld das jetzt ist, aber... mit beiden Dingern. Ah. Hau auch zu! Komm herein, komm rein in meine geile Monsterfalle. Scheiße, yeah! Ah, Feierabend. Nicht so schön, aber... Mittagserscheinungsmutter gehen, yeah! Begrenzt die Wirkdauer von Niederschlag, Hypnose, Betäubung und Blindheit erheblich. Achso, dann kann man nicht mehr so oft gestunt und alles. Naja, nicht das Tollste, aber wenigstens haben wir's. Uhu. Ja, Opa, ich hab mal deine Erscheinung vertrieben. Ich setze meine Hoffnung auf das ewige Feuer. Langsamer. Da ist eine Mauer. Heya! Ich versuche ruhig zu bleiben, aber dieses Pferd regt mich teilweise echt. Ich sag, es geht gar nicht. Wenn man den Ton von dem Pferd wenigstens ausschalten könnte, das wäre schon viel wert, wie gesagt. Das würde mir schon sehr weiterhelfen. Hey! Mach langsam! Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Verstehe. Und hinter dir, ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, Vogelkundler. Natürlich. Lass mich raten. Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst? Nein. Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel.
Bist du blind, Hortensio? Das ist Geralt, ein alter Freund von mir. Komm rein, Geralt. Geralt von Riva, gesund und munter. Vernon Roche, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen, ich... Du kannst und du musst, denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben, bitte. Wir sind fertig, wegtreten. Und dann mal ein Tittenmäuschen. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt, in einem Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Wir machen jetzt erstmal ein Päuschen. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich hier an der Stelle später weiterspiele und aufnehme. Also, dass ich den PC anlasse oder ob ich erstmal hier ausmache. Ah, nee, ich mache ein Mittagsschläfchen jetzt. Ich muss ausmachen. Ich bin ja schon alt, ich brauche Mittagsschläfchen. Wir machen weiter auf der Suche nach Hurensohn und dann, also eigentlich suchen wir ja Rittersporn. Und alle eigentlich suchen wir ja Ciri, aber wir müssen erstmal noch andere suchen. Ihr wisst, das läuft so. Später.